Servus Leute, Shadow Gaming wieder am Start mit Folge 5 von Minecraft Let's Play. Mit dabei der liebe Fabi und jetzt will ich euch nicht länger aufhalten und viel Spaß zur 5. Folge von Minecraft. Also, ich habe vor, erstmal hier diesen Berg hier mal ein bisschen wegzuklatschen, aber dafür kommen wir später nochmal her. Wie ihr seht, ich verliere hier gerade Hungerbalken, das heißt, die Monster sind jetzt an. Und dafür müssen wir jetzt erstmal runtergehen und ein bisschen Essen besorgen. Warte, geschwind, hol du schon mal das Essen. Und ja. Ich hol noch eine Hacke und ein bisschen Schaufel. Ganze Runde war das, gell? Ja, genau. Wir müssen das Feld auch nochmal größer machen, glaube ich. Ja, und das wäre ganz gut. So. Also, was haben wir denn schon an Essen? Karotten, die könnten wir dann auch gleich mal anpflanzen, weil die wachsen relativ schnell und man kriegt direkt Essen raus. Und ich glaube, bei Dunkelheit, wir sollten das hier erstmal gescheit ausleuchten. Ich habe schon mal 16 Brote. Das ist also, jetzt noch 15. Ja, das ist gut. Ich glaube, es sollte immer weniger geworden sein. So, verrottetes Fleisch brauchen wir eigentlich nicht, kann ich wegschmeißen. Als gibt's ja irgendwo Holz? Holz habe ich in die Kiste da oben reingetan. Und sollten wir hier anfangen, mehr auszuleuchten, weil hier waren vorher Viecher. Ich gehe dann so lange runter und versuche die Farm etwas zu vergrößern. Eigentlich. Was machst du mit dem Creeper bitte? Machen Creeper irgendwie. Also Schaden an Gebäuden oder nicht? Nee, das habe ich vorerst ausgestellt. Weil ich habe keine Lust, andauernd alles neu bauen zu müssen. Zumindest vorerst noch nicht. Alles klar, hier sind ja 80 Skelette. Also irgendein besonderes Holz oder so? Es ist eigentlich egal, aber am besten wäre Fichtenholz, weil es da am meisten Bäume davon gibt. Zumindest hier in der Umgebung. Und wie immer regnet's.
ist besser, guten Eimer zu haben. Wie viele Holz hast du denn schon gefarmt? 28. Okay. Ich guck nebenbei auch noch alles andere an. Ich denke mal, ich werde hier eine Mauer einziehen, damit das Feld ganz gut geschützt ist. Die werde ich dann aus gebranntem Stein machen. Das ist gut, wenn du Kohle holst, Schwabi. Wie viel brauche ich? So viel, wie du kriegen kannst. Zur Not, wenn wir keine Kohle mehr finden, was ich jetzt allerdings nicht glaube. Kann man ja Steinkohle, Holzkohle machen. Im Notfall, aber das wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ja, ich meine Screenshot gemacht. Soll das Feld jetzt hier mal wachsen? Brauchen wir auch Redstone und sowas? Bist du gerade ziemlich weit unten, oder? Also, Redstone, ich bin auf dem Weg dahin. Ja, Redstone kann ich alles mal mitnehmen. Das ist alles ganz gut. So, und während das Feld hier wächst, baue ich, glaube ich, die Mine da hinten auch mal weiter aus. Nö, was wird's gar schon? Die Sprachausgabe. Komm schon wieder mit der Minecraft-Steuerung, ich glaube, oder was? Ja. Weil die da 8 ist, Leute, springen wir B. Und wenn ich Sneak und B drücke, dann kommt die Sprachausgabe. Aber auch Kies und alles dabei. Wobei Kies werden wir jetzt wahrscheinlich vorerst nicht gebrauchen. Wer kennt's nicht, brauchst ne Mine, um Erde zu fahren. Genau.
Base, ich brauch Basen. So. Monsterjäger. Gute. So, was brauche ich denn? Treppen. Oh, ich habe eine Mine gefunden. Da geht's immer richtig viel. Muss aufpassen, dass sie nicht verläuscht, Mann. Ja, vor allem muss ich vor den Kackgiftspinnen aufpassen. Oh ja, die sind so nervig. Absolut viel Lade. Auf welcher Höhe bist du gerade? 70, aber ich habe gerade einen Weg gefunden, wenn ich da runterfall, bin ich tot. Ah, okay. Ah, alles gut. Eine dezent große Mine. Soll ich Schiele mitbringen? Ja, bring mal alles mit. Weil es ist auch gut, wenn man am Ende mit seiner Maschinenbahn in seine Mine reinfahren kann. Ohne Opti-Feind geht's ja gar nicht klar. Ich habe gerade in diesem Wegstück nichts gefarmt. Ein Cobblestone. Nur jede Menge Erde und Granit. Was mir das bringt. Du bist ja auch so einer von den Menschen, die auf jeden Fall ihr Haus direkt immer aus Granit bauen. Ja. Weil es auch absolut nicht hässlich aussieht. Was ist denn hier alles? Hier ist eine Mine und ein, wie auch immer das heißt, eine Schlucht. Also falls du irgendwie Spawner findest, wie Skelett-Spawner oder so, die auf jeden Fall nicht abbauen. Sondern, da tun wir später dann halt noch eine Spawn-Falle. Wir können auch einen Pfeil und sowas bekommen. Sollte ja eigentlich klar sein, aber manche Leute, Tunes, bauen gerne. Hat er einen abgebaut oder was? Ja, der hat einen abgebaut. Aber es war ein Spin-Spawner, also. Ja, trotzdem. Ja, man hätte Fäden rausholen können. Und au. Aber ja.
Ist schon wieder Eisen. Wie viel Eisen hast du eigentlich insgesamt jetzt? Also gerade 7 im Inventar. Ah, okay. Also war jetzt auch nicht so eine erfolgreiche Mine. Na gut, ich habe mir jetzt halt nicht meine Spitzhacke gemacht. Okay. Und einen Eimer. Ja, das brauchst du eigentlich schon, wenn du auf Höhe 12 in etwa rumläufst. Ja, um mich rum ist überall gerade Lava. Geil, voll. Ich habe gerade 3 Eisen in der Kiste gefunden. Und ein Namensschild von Kürbiskörner. Kürbiskörner können wir theoretisch brauchen. Einfach alles mit. Ja. Aber ich glaube, wir haben sogar noch Kürbis da. Alter, wie geht das so? Ich hoffe, dass jetzt mal was gewachsen ist an diesem Feld da oben. So Leute, das war's leider auch schon mit Folge 5 von Minecraft. Für mehr Folgen, schaut mehr Folgen. Und ansonsten war's das von mir. Abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.